Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Monster Hunter DSD Steve und... Und euer Let's Play Introvert. Ja. Ja, du hast mich natürlich im letzten Teil schon angekündigt. Genau. Mudo, das sieht jetzt hier wieder etwas schlichter aus, also klassischer einfach so Thronsaal. Trotzdem natürlich insgesamt ganz cool. Und... Die Animation ist ziemlich cool. Ja, das stimmt. Na, das sieht wirklich sehr schlicht aus, aber passend für einen Dämonenkönig. Ja. Ich bin aus dem Froschstädtchen. Mit Armen, ihr Tierchen. Gehen wir weiter. Hab ich. Mein Name ist Mudo. Leckt gerade irgendwie ganz schön, oder? Dein Hand ist irgendwie gerade echt zu lecken. Ja. Wie ihr sicherlich schon wisst. Nee, wissen wir nicht. Nein. Leckt echt unglaublich irgendwie. Das ist immer noch jetzt. Also er zwingt uns dazu, zu sagen, dass wir es wussten. Ja. Na dann kriegt man ja. Hab ich gemacht? Gut. Dann legen wir weiter bis in den Tod. Habt ihr schon eure Gebete gesprochen? Wir haben noch nicht unsere Gräber gegraben. Naja, Gräber gegraben oder so. Stehen eure Särge schon bereit? Nein. Ja, er zwingt uns wahrscheinlich immer dazu, ja. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gemacht. Das gefällt mir. Dann lasst uns kämpfen. Okay. Ja. Mudo muss sagen, finde ich es an sich auch nicht so cool. Das ist auch nicht so stark, muss ich sagen. Ja, also auch einfach nur ein ganz normaler Zwischenboss in Dragon Quest Dex. So. Und jetzt nicht so toll wie die anderen Bosse, gegen die wir bisher gekämpft haben, die ja zum Großteil alle Endbosse waren. Also das Einzige, wo er halt wirklich gut ist, hat er ja vielleicht halt gesehen, ist sein physischer Angriff. Ja, ich meine, er hat gerade über 100 Damage gemacht durch Angriffen bei Istar. Also, das kann er, aber ansonsten habe ich ihn eigentlich recht schlecht in Erinnerung. Naja, er wird halt schon immer noch ordentlich reinhauen, aber seine Attacken kenne ich jetzt gerade auch nicht so wirklich. Ja, noch Lichtatem. Aber wenn ich nicht ganz verstehe, warum eine Eisattacke zu Lichtatem wird. Keine Ahnung, das könnte auch wieder irgendwas in der Übersetzung sein. Ja, stimmt. Also, ansonsten wüsste ich es auch nicht so wirklich. Okay, gut, Two Powers, das ist schon mal ganz gut. Weil wie viel dieses Two Power können, warum kannte ich das nicht? Ja, also ich kann das auf jeden Fall, aber ich hab's einfach vergessen, weil ich es nicht großartig benutzt habe. Boni zum Beispiel kann das ja. Wow, direkt 250 Schaden. Naja gut, und von den Attacken her ist er jetzt wirklich nicht so besonders toll. Terra, Flamme und Lichtatem. Naja. Bin ich ja mal gespannt, was seine dritte Attacke ist. Natu Power. Redest du jetzt von Mudo? Ja. Mudo hat Two Power benutzt? Oder hat das Diego gemacht? Ich dachte eigentlich, dass das Diego gewesen wäre. Ach so. Und Leute, ja, da gerade die Megazone und nicht hat funktioniert. Mudo hat gerade eben Megazone? Nein, gemacht? Diego. Diego? Alles klar, das ist ja cool. Wow, der hat gerade über 400 Schadenspunkte bekommen. Ja, gut, daran sehen wir wieder, dass Mudo wahrscheinlich einer der schlechteren Dämonenkönige ist, wenn nicht sogar einer der. Also mit der schlechtesten nach Draklord und Hagon. Ja, also. Wie ist der kann. Ah, das ist wirklich Diego. Nein, das war kann. Diego. Okay. Natürlich. Ja, jetzt haben wir halt ganz schön rein. Vor allem er macht uns nur 29. Ah, ist ja, also Easter vielleicht trotzdem. Ah, wow.
Tja, das ging fix. Er gibt auch weniger Erfahrungspunkte als die anderen Bosse. Ja. Ich wurde von den Viechern geschlagen, die ich essen wollte. Heißt das, dass ich noch weniger wert bin als sie? Jupp. So laut. Lass es zurück. Wow. Wow. Also. Die Sprüche werden immer kürzer. Also, ich glaube echt, die wüssten einfach nicht, was sie hier einfügen sollen. Also, das war jetzt wirklich ein bisschen mau. Vielleicht haben sie es auch einfach nur vergessen. Okay, verdammt, uns geht langsam echt der Speicherplatz aus. Wir brauchen jeden Millibyte oder wie man es auch mal nennt. Also, ja, jetzt gucken wir uns wieder die Monster an, die wir gefangen haben. Ist ja klar. Gehen wir mal hier unter Biester. Und zwar, ja, Grizzly. Ja, was soll man zu ihm sagen? Lohnt sich vor allem am Anfang wirklich. So, entschuldigt den kleinen Cut, aber es gab irgendwie einen Skype-Fail. Ja, also du hingst ewig zurück im Spiel, es hat geleckt und deine Stimme war dann auf einmal ja, wie die von so einem Roboter, der kaputt ist. Ja, okay. Also, wir haben hier Grizzly. Grizzly ist eigentlich ein ziemlich starkes Monster, gerade auch am Anfang. Warte, den hattest du bisher noch nicht? Nein. Krass. Ist noch etwas hinzuzufügen? Also Grizzly ist eigentlich, ich sage jetzt einfach mal, wenn man direkt Monster paaren kann zum ersten Mal, dann ist Grizzly eigentlich so ziemlich das mächtigste Monster, was man sich ziemlich simpel paaren kann und mit dem man einfach bis zum Ende durchrennen kann. Also man wird den allerletzten finalen Kampf gegen den geheimen Gegner im Kolosseum nicht schaffen. Aber ansonsten ist der halt richtig gut und das werden viele Leute, die das Spiel zum ersten Mal spielen, auch in der Arena merken. Ich glaube im Rang C oder so. Ja, wo der Gegner einfach mal zwei Grizzlies hat. Genau. Also es ist, wo man sich denkt, warum? Also der Grizzly hat wirklich eine ultra krass hohe Stärke. Ansonsten ist er halt ziemlicher Mist. Aber durch Erstschlag ist es so, als hätte er auch eine richtig gute Initiative. Ja. Und Attacke macht einfach nur so viel Spielschaden. Ja. Also es kann sich halt lohnen, ihn nochmal zu versuchen, mit schnellen Monstern zu paaren. Genau. Der eine höhere Geschwindigkeit bekommt. Ja. Yeti. Findet man aus irgendeinem Grund immer wieder als Empfehlung, so an manchen Seiten, dass man sich schnell Yeti abfahren kann. Ja, einen Yeti kann man zwar einfach abfahren, aber ich finde ihn nicht gut. Also er ist solide. Ich wüsste jetzt auch nicht so wirklich, was an ihm so toll sein soll. Also ich hatte noch nie einen im Team. Ich finde auch, der sieht blöd aus und ja. Also er ist. Hol dich einfach einen Grizzly. Genau. Gut, okay, dann haben wir hier noch alle durch. Ja, insofern kann man zu den Biestern sagen, dass schon Biester wirklich recht stark sind. Schauen wir mal, eigentlich mal, wie viele Monster wir mittlerweile haben. 132. Das sind gar nicht so viele. Also da fehlen immer noch ziemlich viele. Fehlen, oh ja, oh ja. Über 70 Stück noch. Ja. Tja, dann kannst du am Ende wahrscheinlich nochmal so 6-7 Parts machen. Ja, das. Wo du die ganze Monster erfasst. Ich meine, du hast halt super viele Monster auf dem Hof. Du müsstest die doch einfach miteinander paaren können und dann dadurch neue Sachen zu kriegen, die du noch nicht hattest. Ja, das werde ich ja irgendwann auch noch tun, dann. Ist ja nur noch ein Tor. Ach, nur noch ein Tor, alles klar, gut. Ich muss noch kurz schauen, wie viele. Zwei Filets haben wir hier noch. Aber ich verkaufe immer noch die Two Power. Ach ja, genau, die Two Power. Die MP Power. Blade-Blatt. Also Geld ist ja wirklich jetzt aktuell egal geworden. Ich kann jetzt gerade leider nicht allzu viel sagen, weil Skype mal wieder rumspackt. Ach, okay. Okay, gut, aber ja, wieder ein etwas kürzerer Part, weil die, ja, die letzten Bosse waren dann doch irgendwie relativ einfach. Im nächsten Part werden wir dann das letzte Tor bestreiten. Letzte Tor haben wir schon freigeschaltet, indem wir hier diesen alten Mann einen Goldslime gezeigt haben. Und dort erwarten uns Drachen.
Ich habe wieder dann auch wieder mit dabei. Ich war DSD Steve und.